In traurigen Zeiten höre ich gern Musik. Mögen Sie Musik, Herr Blazkowicz? Die Käfer. Ja. So, müssen wir hin. Willst fangen spielen, was? Verbesserungskit. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Kehre zu Seth zurück. Ja, machen wir das mal. Hi. Mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Es gibt noch viel zu tun. Da sind Sie ja, Riese. Wie war meine Schießanlage? Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben's einfach drauf. Herr Blazkowicz, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Kennen Sie die Käfer, Herr Seth?
Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind, die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Du. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. Da, das steht hier gerade irgendwo. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Na. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen, ist aber noch nicht zurück. Such ihn dort, neben der Schießanlage. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Jo. Schau mal, wo ist der denn? Da wieder gerade hinter. Wie soll ich ihr beibringen, dass ich Ihnen bald folge, Carolina? Alles klar, Fergus? Wie geht's dem Arm? Bitte. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich glaube, das Teil will mich umbringen, Blasco. Sind Sie schon mal friedlich eingeschlafen und brutal von Ihrer Armprothese geweckt worden, die Ihnen das Auge ausstechen wollte? Musste sie ausschalten. Ist das normal? Was sagt Z dazu? Irgendwas von Lernkurve und so einem Scheiß. Dass ich lernen muss, ihr zu vertrauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie in nächster Zeit beim Pissen zu benutzen. Vielleicht ist es wie bei der Ausbildung eines Jagdhunds. Wenn sie Schwäche zeigen, schlägt sie zu. Zeigen sie dem Ding, wo es lang geht. Gut, gut. Halten Sie sich bereit und greifen Sie ein, falls es so aussieht, dass ich gleich draufgehe. Also, dann mal los. Ja, genau so. Gut gemacht, ey. Ah! Ah, verdammt, du scheiß Verräter, aufhören! Ja, sofort aufhören! Fick nochmal! Ah, jetzt hab ich dich! Okay, alles in Ordnung. Ganz ruhig. Geht doch. So ist's gut. Ist denn alles in Ordnung, Commander? Oh ja. Ja, alles unter Kontrolle. Mir geht's gut. Okay. Zentrale in 5. Ich habe Carolines Notizen gelesen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth, ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Auf jeden Fall. Gut. Wir können aber nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern dorthin fliegen, sonst schießen sie uns ab. Können wir nicht Kontakt aufnehmen, damit sie wissen, dass wir in Frieden kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Verdammt. Dann müssen wir ihnen wohl zu Fuß begegnen. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Ja, Anja, gut. Hier. Diese Rüstung schützt vor Radioaktivität. Packen Sie es an, Blasco. Oder sind Sie zu schwach und nutzlos geworden? Ich wollte schon immer zum Big Apple. Wunderbar. Bombarde, bringen Sie ihn hin. Kein Problem, Wing Commander. Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht. Können Sie? 5 Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer.
Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung. Ich bin aus Texas. Großer Gott. Männer, Frauen, Kinder, ihr schreit nicht mehr, aber ich höre euch dennoch. Sollte mal was schmelzen, einen Eingang verschaffen. Hey, Blasco! Gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus, Ende. Regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl, jawohl! War ja klar, dass ich wieder Dienst schieben muss. Hör auf zu jammern. Du bist nicht der Einzige. Genieß lieber die Ruhe. Das ist es ja gerade.
habe ich schon. Postkarte. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Bleib dort!
Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Verdammt, hätte auf Bombarde hören sollen. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft.